Sehr geehrter Herr Sigmund Ehrmann, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages, liebe Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Professor Dr. Oliver Scheidt, lieber Herr Kastorf, liebe Partner, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich als Veranstalter zum 7. Kultur-Invest-Kongress hier im Tagesspiegel. Das Leben besteht aus Veränderungen. Der Wandel und die Neuausrichtung gehören zur Tagesordnung, auch in unserer Gesellschaft, in den Märkten und insbesondere im wachsenden Kulturmarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Mit dieser Frage haben vier führende Kulturexperten aus dem deutschsprachigen Raum den Kulturstaat in Frage gestellt und sind gegen die Auswüchse der Subventionskultur zu Felde gezogen. Oberstes Ziel öffentlicher Kultureinrichtungen sei nicht etwa die Förderung von Kunst oder Innovation, sondern deren schierer Selbsterhalt, lautete ihre These. Die Forderung der Autoren, die bestehende Kultursubventionierung zugunsten einer Neuausrichtung zu halbieren, hat zu einer neuen Aufmerksamkeit über die Rolle der Kultur in unserer Gesellschaft geführt und heftige kultur- und finanzpolitische Debatten entfacht. Eine Radikalkur der Kulturfinanzierung im deutschsprachigen Raum ist wohl eher nicht zu empfehlen. Doch ohne Veränderung entwickelt sich auch unsere kulturelle Infrastruktur nicht weiter. Die Herausforderung ist es, sich den veränderten Bedingungen anzupassen und neue Wege des Umgangs damit zu finden. Denn um dem Wandel und der Veränderung zu begegnen, ist viel Kreativität und Besonnenheit gefordert. Wir brauchen eine kulturpolitische Transformation, die weniger spektakulär aufzeigt, dass sich vieles ohnehin rasant ändert, was bleiben soll. Kulturpolitisches Denken mit Begriffen wie Subvention ist aus dem letzten Jahrhundert. Und kluge Kulturpolitik betrachtet öffentliche Kulturfinanzierung ohne Zweifel als Investition. Für die Bewahrung und Entwicklung von Kultur brauchen wir mehr als radikale Thesen. Dazu gehören kluge kulturpolitische Rahmenbedingungen, wachsende staatliche Förderungen, die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Markt mit seinen Mechanismen. Ein Kulturmarkt mit vielfältigen kulturellen Angeboten und einer Nachfrage von Theater-, Museums- und Festivalbesuchern ebenso wie von nationalen und internationalen Kulturtouristen. Und ein Teilmarkt, ein Kultursponsoringmarkt, in dem private Investoren und Sponsoren nutzenorientiert ihre Angebote für ihr gesellschaftliches Engagement finden. Eine Herausforderung an alle Beteiligten, Einstellungen zu ändern und zu erneuern, sich neuen Bedingungen anzupassen und auch gern mal die Grenzen des konventionellen Denkens zu sprengen. Denn nur so kann das Alte bleiben und Raum für Neues schaffen. Die öffentliche Kulturförderung garantiert uns eine Basisversorgung mit Kulturangeboten. Doch wir können mehr Kultur vertragen, mehr Kultur gestalten und mehr für unsere Kultur und unsere Kulturangebote werben. Welche kulturpolitischen Rahmenbedingungen brauchen wir zur Umsetzung neuer programmatischer Ideen? Können Kulturmarken eine Marktmacht entfalten, wenn sie gut inszeniert sind? Welche Voraussetzungen müssen die Kulturmanager von morgen mitbringen, um unsere Kulturmarken zu pflegen, sie zu bewerben? Wie können wir mit digitalen Strategien neue Zielgruppen nicht nur für Oberflächliches und Weichgespültes begeistern? Welchen Stellenwert haben zukünftig Kulturkommunikation und Kultursponsoring in Unternehmen? Und aus welchen Finanzierungsquellen können wir zukünftig schöpfen? Welche Perspektiven gibt es für die Kulturfinanzierung? Perspektiven stellen immer eine Beziehung von Räumen, Objekten und Betrachtern dar. Im übertragenen Sinne also auch Beziehungen zwischen Kulturräumen, Kulturangeboten und denen, die sie gestalten, verwerten und finanzieren. Nur wie bewerten die einzelnen Akteure des Kulturmarktes die Perspektiven der Kulturfinanzierung und das Gleichgewicht der Kräfte zwischen staatlicher Kulturfinanzierung, Engagement der Zivilgesellschaft und unternehmerischer Kulturförderung aus ihren unterschiedlichen Blickwinkeln? Um all diese Fragen zu beantworten, veranstalten wir bereits zum 7. Mal den Kulturinvest-Kongress. Der Branchentreff zeigt neueste Trends des Zusammenwirkens von Politik, Wirtschaft und Kultur auf und richtet seinen Fokus in diesem Jahr auf die Perspektiven der Kulturfinanzierung bis zum Jahr 2025. Im breiten Themenspektrum der Foren unternehmerische Kulturförderung, aber nachhaltig, öffentliche Kulturförderung, Chancen und Risiken betriebswirtschaftlicher Modelle, Impulse aus dem Kultursponsoringmarkt, die Macht der Kulturmarke, Stiftungswesen und Kulturförderung, Personalmanagement, Herausforderungen im Kulturbetrieb, Szenarien für die Zukunft des Stadtmarketings, Vermarktung und Inszenierung von Cultural Spaces,
sowie digitale Strategien für die Kulturkommunikation setzen über 75 geladene Experten interessante Impulse und gewähren Einblicke in interessante Themengebiete. Morgen Nachmittag wird es hier ein finales Abschlussforum mit namhaften Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien geben, die die Rahmenbedingungen reflektieren und die Perspektiven für die Kulturfinanzierung bis 2025 aufzeigen. Starke Premium-Partner wie der Verlag der Tagesspiegel, das Arte-Magazin und RSM Verhöstung begleiten den Kongress als Förderer. Unser besonderer Dank gilt Ihnen, lieber Herr Pochhammer, Ihnen, lieber Herr Kastorf, Ihnen, lieber Herr Kranefuß, aber auch unseren Topic-Partnern der RWE-Stiftung, dem Goethe-Institut, Bayer Kultur, Mihai, Dussmann, dem BCSD, Location Portal und EcoSign sowie 35 weiteren Event- und Medienpartnern. Sie alle machen diesen Kongress zu dem, was er ist. Der größte Branchentreff für Kulturanbieter und Kulturinvestoren im europäischen Raum, der die Akteure des Kulturmarktes zusammenbringt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Verehrte Damen, verehrte Herren, ihr zu Hause, siebenmal, sechsmal beim Tagesspiegel. Der Tagesspiegel, er fördert Kultur, er hat eine eigene Kultur und er ist im besten Fall ein Kulturgut. Der Verlag ist Träger des Kulturguts. Die Redaktion hat hoffentlich auch aus ihrer Sicht journalistische Kultur. Beides ist umso nötiger in einer Welt, die Kultur mehr denn je braucht. Und nun darf nicht Theorie bleiben, was wir denken und sagen. Sagen wir es einander, was wir denken, damit wir vorankommen. Keine Angst vorm Unvollkommenen, wussten schon die großen Philosophen. Denn erstens gibt es eine eigene Schönheit auch darin. Zweitens bleibt Unvollkommenheit ein Ansporn. Manchmal hängt es schlicht vom Versuch ab, den man wagt, den wir hier alle wagen wollen. Sollen, müssen. Kultur kommt vom Pflegen und Urbarmachen, vom Beackern und gemeinsam schaffen. Kommunikare, gemeinsam schaffen, gemeinsam. Mit all den anderen. Menschen, die Kultur beschreiben. Menschen, denen Kultur zugeschrieben wird. Und Menschen, die Kultur für die anderen Menschen schaffen. Und alle sind hier. Alle. So lasst uns denn gemeinsam für die Kultur ackern und die des Austauschs pflegen, weil wir in einem selbstgewirkten Beziehungsgeflecht namens Kultur am besten gedeihen. In diesem Sinne, willkommen. So. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, den diesjährigen Kongress Kulturinvest mit eröffnen zu dürfen. Mein Name ist Sigmund Ehrmann, ich bin der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien. In dieser Eigenschaft stehe ich primär für den Sektor der öffentlichen Kulturförderung. Bin allerdings zutiefst in den Debatten eingebunden, wie das Verhältnis zwischen dem Einzelnen, dem Markt, dem Staat und der Zivilgesellschaft sich weiterentwickelt. Das Fremdeln zwischen dem öffentlichen Kulturbetrieb und der Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren meiner Wahrnehmung enorm entspannt und ist einem partnerschaftlichen Verhältnis gewichen. Viele Kulturprojekte kommen nur durch solche Kooperationen zustande. Kultur ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft und ein Magnet für Menschen und Tourismus. Warum sollen Unternehmen ihre Interessen deswegen nicht noch stärker auf sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten im Kulturbereich legen? Die sich verändernden ökonomischen und sozialen Bedingungen der vergangenen Jahre
sind nicht spurlos am Kulturbetrieb vorbeigegangen. Der demografische Wandel, die Digitalisierung, aber auch zunehmend veränderte Lebensentwürfe stellen uns vor gemeinsame Herausforderungen, die kulturelle Infrastruktur in Deutschland weiterzuentwickeln. Dies bedeutet vor allem mit Blick auf die Kulturförderung, auf ihre Potenziale zu richten. Die Gegenstände verflüchtigen sich. Die immaterielle Ökonomie greift Raum. Die Kultur- und Kreativwirtschaft bekommt immense Bedeutung. Dieses Feld ist komplex und vielschichtig. Sie reicht von der darstellenden und der bildenden Kunst, der Musik, dem Journalismus, dem Buchmarkt, über die Kreativbranchen der Werbewirtschaft, des Designs bis zur Games- und Softwareindustrie. Wir kennen die volkswirtschaftlichen Daten, die brauche ich nicht wiederholen, ich ernenne sie kursiv: 140 Milliarden Umsätze, 240.000 Unternehmungen, über 1 Million Beschäftigten. Das bedeutet ein starkes Feld, in dem die Relevanz unterstrichen wird und bedeutsam wird für die Volkswirtschaft und die Bruttowertschöpfung Deutschlands. Sie zählt zu den wichtigsten Branchen und ist Treiber. Sie ist Katalysator für fast alle Wirtschaftsbranchen. Branchen wie Medien, Design, Games und Werbewirtschaft gelten als Vorreiter, aber auch für neue Formen der Unternehmungen, des Arbeitens, der Organisation. Sie entwickeln offene Modelle des Arbeitens, die Bezüge, die sozialen Bezüge in Betrieben, werden dort insbesondere beispielhaft weiterentwickelt. Insofern strahlt die Kreativbranche weit über den engeren Unternehmenskern soziologisch in unsere Gesellschaft hinein und treibt sie voran. Der Staat hat sich in den letzten Jahren, zunehmend auch der Bund, enorm in diesem Feld engagiert. Ich erinnere an die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, die in den Jahren 2003 bis 2007 sich auch mit dem Feld der Kultur- und Kreativwirtschaft befasst hat. Wir haben im Parlament Initiativen ergriffen, im Wirtschaftsministerium Maßnahmen zu ergreifen, das nach vorne zu treiben. Den Weg müssen wir weitergehen, indem wir Plattformen gestalten, dass sich die Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft noch stärker aufeinander beziehen. Das kann Politik flankieren, wir können stützen, Rahmenbedingungen gestalten. Die Treiber selbst sind die Akteure, die in den Märkten, die in der Gesellschaft unterwegs sind, die als Künstlerinnen und Künstler gestalten, initiativ sind. Das kann Politik nicht gestalten, wir können es, wie gesagt, flankieren. Was kann Kulturpolitik in dieser Weise sinnvoll beitragen? Zunächst einmal hat Kulturpolitik per se nicht das Ziel des Marktes und der Wirtschaft im Blick. Sie ist eher auf den, man beschreibt es so, den zweckfreien Bereich gerichtet. Es geht um die Gesellschaft, die Beziehung des Einzelnen zu seinem Umfeld, zum Gemeinwesen. Insofern hat Kultur und Kulturpolitik in den Blick zu behalten genau diesen Doppelcharakter. Sie darf sich nicht zu einer Funktion der Wirtschaftspolitik allein machen, sondern sie muss auch die Impulse verstetigen und begreifen, die sich auf die Gesellschaft selbst, den Nichtmarkt richten. Insofern ist Kulturpolitik nicht deckungsgleich mit Wirtschaftspolitik, gleichwohl sind die Übergänge fließend. Und ich möchte das verdeutlichen, in diesem Jahr erinnern wir an die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, die vor 10 Jahren in Kraft getreten ist, ratifiziert wurde. Und es gilt auch da Bilanz zu ziehen. Was heißt UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt? Was meint sie und was stellt sie nicht nur in einem nationalen, sondern auch in einem internationalen Kontext? Die UNESCO-Konvention beschreibt im Grunde genommen 4 große Felder des Aktivismus. Es geht einmal kulturpolitisch um die Bewahrung des kulturellen Erbes, der Tradition, die sich in den Völkern entwickelt hat. Sie hat zugleich aber auch die Zeitgenossenschaft in den Blick zu nehmen, das, was sich aktuell entwickelt, nicht nur dem Erbe verpflichtet, sondern auch, und das ist der Übergang in das dritte Feld, die Interkultur, das heißt
die Symbiose zwischen all den Einflüssen, die sich aus den Zusammenleben der Völker entwickeln, zu gestalten. Und das vierte große Feld ist in der Tat der Übergang in Ökonomie, nämlich der Sektor der Kulturwirtschaft. Zu begreifen, dass Kulturpolitik und Kultur nicht altruistisch, selbstlos in sich ruht, sondern dass es gleichwohl Kapitalisierungselemente, Faktoren gibt, die nach vorne weisen. Und insofern, im Jahre 10 nach der Ratifizierung der UNESCO-Konvention, gibt es auf der Ebene der UNESCO-Kommission und der EU-Projekte, die genau dieses nach vorne treiben wollen, mit dem Blick auf die Jahre 2015 bis 2017, in dem genau die Faktoren der Kulturökonomie vorangetrieben werden sollen. Es geht nicht nur um Content, es geht nicht nur um Menschen, sondern in der Tat, es geht auch um Kapitalisierungsfaktoren, die wir in den Blick nehmen müssen. Und da darf sich Kulturpolitik nicht zu schade sein, genau diese Zusammenhänge mitzudenken. Meine Damen und Herren, all dies setzt allerdings voraus, dass der Staat seiner eigenen Verantwortung gerecht wird. Das realisiert sich nicht alleine über den Markt. Es gibt eine besondere Verantwortung des Staates, Kultur zu fördern, sie zu schützen und zu bewahren. Und es ist vorhin schon angesprochen worden, da sind wir im Spiel mit der kulturellen Infrastruktur, die Räume, die Orte und Inhalte darbieten, in denen Menschen sich selbst entwickeln können, ihre Begabungen weiter forcieren und letztendlich Weichen stellen, die möglicherweise auf den Markt gerichtet sind, die aber letztendlich erstmal zunächst auch selbstlos für ihre eigene Rezeptionsfähigkeit stehen. Neben diesem gerade beschriebenen, der Blick auf Strukturpolitik, auf Standortpolitik. Wir sind hier in Berlin und Berlin steht in einer besonderen Art und Weise dafür, wie sich Kultur und Kreativwirtschaft zu einem enormen Standortfaktor entwickelt und entwickeln kann und entwickelt hat. Aber nicht allein in Berlin, sondern in den unterschiedlichen Regionen ist dies zu beobachten. Das mag ein wenig kleinteilig daherkommen. Ich bin stolz auf die Region, aus der ich stamme. Ich komme von Niederrhein, westlicher Rand des Ruhrgebietes, durch Strukturwandel geprägt. Bergbau ist vorbei und gleichwohl, ich nenne Kamp-Lintfort, wird kaum ein Mensch kennen. Was sich an diesen Orten, wo vor 3 Jahren eine Schachtanlage geschlossen wird, durch Hochschule- und Kulturinvestitionen entwickelt hat, ist enorm. Die Region bekommt ein neues Gesicht. Und das steht beispielhaft dafür, wie im Grunde genommen durch öffentliche Kulturinvestitionen und Impulsfunktionen Wandel zustande kommt, sich Dinge entwickeln, multiplizieren und im Grunde genommen aufeinander beziehen. Also den Menschen in der Region eine neue Identität ermöglichen, eine neue Orientierung ermöglichen, zugleich aber auch Beschäftigung, Perspektive, Hochschulpolitik, kleinteilige Ökonomien, die sich entwickeln. Ich bin dankbar, diesen Kongress heute mit hier erleben zu dürfen. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr wichtige Plattform ist. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Walter, dass Sie mit Ihrem Team dieses Engagement vorantreiben. Ich freue mich, dass der Tagesspiegel seit vielen Jahren der Kernpartner ist und bin neugierig, was dieser Kongress an neuen Ergebnissen uns gemeinsam bringen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.